Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Frozen Synapse. Es ist wieder mal, ach, das sage ich bei so vielen Spielen, lange her, dass ich was gemacht habe. Hier ist es nochmal viel länger her und darum hoffe ich mal, dass das alles klappt. Falls ihr euch wundert, wieso ich dann schon mitten im Spiel starte, ich habe irgendwann mal kurz auf Resume Campaign gedrückt und ich dachte, wenn ich direkt abbreche, dass es mich dann wieder an die Besprechung setzt und nicht mitten in die... Nein, nicht mitten, am Anfang der Mission. Hat's aber nicht. Da ich nichts mehr von der Story weiß, ihr vermutlich nichts mehr von der Story weiß und ich sowieso nicht allzu viel drum gegeben habe, ja, starten wir doch einfach los. Okay. Wir müssen diesen Bereich beschützen. Okay, mal wieder Kämpfer da. Genau, human life is worthless. Gut. Ich habe 4 Truppen. Der Gegner hat 6. 2 Sniper, 2 Maschinen und 2 Shotgun-Typen. Ich habe 2 Maschinen, 1 Raketenwerfer, 1 Shotgun. Und 8x Kanonenfutter. Okay. Kurzen Moment. Okay, ich hatte nur kurz ein paar Soundtests gemacht. Jetzt fange ich mal an. Da ich das Spiel lange nicht gespielt habe, wie ihr wisst, könnte das jetzt ein bisschen holprig werden. Aber man muss dazu sagen, ich habe in der letzten Zeit sogar 2 Multiplayer-Matches gemacht, die ich auch beide gewonnen habe. Möchte ich betonen. Und darum hoffen wir einfach mal das Beste. Gut, jetzt heißt es eigentlich raten. Geht er runter, also in diese Richtung, wo ich jetzt gerade hin zeige, oder geht er dorthin? Je nachdem könnte ich dort das wegschießen oder ich könnte die Wand wegschießen. Oder die Wand. Ja, müsste ich mich halt ein bisschen anders hinstellen, aber das ist mal wieder so ein Raten. Ich denke, dort habe ich einen recht guten Schuss. Und anschließend gehst du bitte dorthin. Ja. Dann. Irgendwo wieder. Ach ja, der Sniper. Ich schätze mal, der Sniper wird sich hier Richtung die Wand gehen. Und die gelben kann ich machen gar nichts scheinbar. Wird also Richtung die Wand gehen. Sniper. Habe ich so nicht besonders viel Chance gegen. Also gehe ich erstmal so, dass er die Wand hier schützt. Also, nein, den Eingang. Und ich gehe dorthin. Was passiert, wenn er genau drauf zuhält? Er tötet alles. ja, ich will auf jeden Fall nicht vor einem dieser Fenster stehen, weil dann... Ja, das wird recht schnell passieren. Kanonenfutter. Wurde ja auch so gesagt. Das hier funktioniert nicht. Ich muss damit rechnen, dass er direkt kommt. Ich könnte mich hier runtersetzen, aber das gefällt mir auch nicht so. Für den Moment gehe ich dorthin, ziele da ein. Schaffe ich das in der Zeit? Und der erste Angriff lasse ich den in die Richtung zielen. Er wird nicht schnell genug hier hinkommen. Und was passiert, wenn er hier hingeht? Das sind so viele What-If. Okay. Dann bewegen wir den mal kurz dahin. Schießt auf Kanonenfutter aus dem Winkel, das... Hier hat nichts. Gut. Dann muss ich noch mit ihm hier spielen. Mit ihm gehe ich. Den zu jagen wäre schön. Ich muss aber davon fürchten, dass er so steht. Dementsprechend wäre sowas in der Art absolut tödlich. Selbst wenn ich
falsch in die Richtung gehe, dann gewinne ich sogar. Das ist interessant. Das gefällt mir. Ich glaube, das mache ich einfach so. Und hoffe mal das Beste. Ach, ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Okay. Gut, das hat geklappt. Na, ah, der ist nicht tot? Ah, das ist natürlich jetzt Mist. Okay, aber... ganz knapp. Ich meine, nochmal kurz Turn 1 wiederholen. Guckt euch diese Explosion an. Das nennt man Lucky. Gut, der ist, wird dort am Fenster erstmal bleiben. Gut. Wenn er nämlich hier reingeht, dann habe ich ein Problem. Natürlich nicht, wenn... Jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn er hier hingeht und da einschießt. Dann schießt er mir nämlich in den Rücken. Jetzt wird das Bild da reingeballert. Ich kann das jetzt auch die alle auf ignoren, aber ich denke mal, das wird ein ganz großes Problem. Also... sprinte ich mal... Oh, da war ein neuer Pfeil. Was passiert, wenn ich... wenn er erst etwas runter geht? Ich gewinne. Was passiert, wenn er etwas... höher reingeht? Er gewinnt. No thanks. Das ist noch ein größeres Problem. Ich gewinne. Ich gewinne. Und machen wir noch zum guten Schluss die. Ich gewinne. Gut, das soll mir reichen. Und danach sollte ich dort eigentlich relativ sicher sein. Für den Moment. So, mein Raketenwerfer. Schießt auf den, für den Fall, dass er da einfach stehen bleibt und verzieht sich abschließend wieder dahinter. Ja, der könnte immer noch rauskommen. Was passiert, wenn er dahin geht? Dann sind meine Leuchten in ziemlicher Gefahr. Richtig. Was passiert, wenn ich in die Richtung ziele? Ich erschieße ihn vorher, das ist doch schon mal gut. Na, was macht der da hinten? Der... oh, wait! Der überlebt das? Dann ist klar, das müssen wir dann noch ein bisschen verändern. Gut. So, wie er stehen bleibt, kann er mich auf jeden Fall nicht. Worauf schießt er? Er will da unten hin. Was passiert? Das sollte ich vielleicht auch vorher testen. Massaker passiert. Okay, das ist ein Problem.
Okay, das dachte ich so. Man will ja auch nicht zu lange planen, sondern machen. Leute umbringen, töten. Für sowas frage ich mich immer, wieso sterbe ich da? Und wie ist er nicht gestorben? Okay. Oh shit. Was für ein Winkel ist das? Okay, jetzt habe ich ein echtes Problem. Nein! Also gar keine Chance. Oh, Mist, damit nicht gerechnet. Der schießt den. Stopp, erstmal Cancel Aim dort. Du gehst dorthin, zielst in die Richtung. Ja, mit dir ist vollkommen egal. Ich habe jetzt definitiv ein riesiges Problem. Und das soll ich 10 Runden aushalten? Komm, probieren wir es einfach. Sieht jetzt eh gerade schlecht aus mit Hälfte tot. Und nur ein oder zwei Gegner ein bisschen getötet. Autsch. Ich meine, sogar der da unten hat das gewonnen. Ja, ja. Diese Kampagne ist echt nicht leicht. Okay. Ein Sniper da unten. Richtig beschissene Position. Ich meine, der kann hier unten stehen und einfach einen nach dem anderen wegsnipen. Der geht ja noch halbwegs, aber... Meine Herren... Die machen es einem nicht einfach. Nein, ich will dich bewegen und jetzt zielen und... Mach einfach das große Ding da weg und beweg dich in die Ecke. Ich hoffe einfach mal, dass der nicht aus irgendeinem absurden Winkel mich erschießt. So, keine Lust gerade lange zu testen. Ich probiere es einfach mal so. Denn ich habe so lange eben auch mit dem Shotgun-Typen rumgeprobiert und dann stirbt doch meiner. Guck, Plan ist doch für sonst welche Anfänger. Zwei Typen tot. Keinen eigenen verloren. Na gut, ein Kanonenfutter. Okay, das sollte ich mir sparen, also Kommandos zurück und du rennst bitte bis hier und guckst dann nach da. Jetzt kann ich ihm eigentlich auch den... Ihn muss ich jetzt bewegen. Das hat keinen Zweck, weil sonst schießt er mir ja
noch mehr in den Rücken, als das vermutlich sowieso schon tun wird. Gehe ich dorthin, ziele dahin. Gehe hier hin. Schieß einfach mal die Wand weg. Und danach verschwinde am besten wieder dahin.